Was ist ein Interessenkonflikt? Homer Simpson und Marge Simpson. Homer arbeitet als Sicherheitsinspektor in einem Kernkraftwerk, während Marge als Umweltaktivistin für den Schutz von Tieren und der Natur kämpft. Und für die Blumen. Genau das ist ein Interessenkonflikt. So, und nun könnt ihr ja die eine Seite die andere beeinflussen. Also Homer könnte im Kraftwerk sabotieren, nicht weil er schusselig ist, sondern weil er seine Frau unterstützen möchte. Jetzt stelle man sich vor, Homer bekommt einen Job als Moderator, der Themen neutral einordnen soll. Jetzt geht es aber auf einmal um die Natur, die seine Frau so sehr liebt. Tja, nicht so ganz einfach. Und wenn sie ihm dann noch ein paar Dosen Duff-Bier extra in den Kühlschrank stellt, dann ist ganz schnell der Interessenkonflikt da. Sowas gibt es aber nicht nur bei ProSieben, sondern auch in der ARD. Klamroth und Neubauer, eine Kernschmelze der Gefühle. Das ist heute das Thema Compliance und Interessenkonflikte und was gibt es dazu rechtlich zu beachten. Aber vorher abonnieren, Glocke drücken und fragen und kommentieren, wenn ihr wollt. Im Fokus steht das Thema Compliance und die Regeln, die von der ARD aufgestellt wurden. Doch warum müssen wir überhaupt darüber reden? Compliance bedeutet Regeltreue und die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und internen Vorgaben des Unternehmens. Worum geht es da? Es geht darum, einen Schaden für das Unternehmen zu vermeiden, wie zum Beispiel einen Image-Schaden durch Interessenkonflikte. Es geht also um die Sicherung der Glaubwürdigkeit, Integrität und Unabhängigkeit des Unternehmens, um ihren Auftrag der Meinungsbildung erfüllen zu können. So, doch was hat das jetzt mit dem bekannten ARD-Moderator Louis Klamroth und der Klimaaktivistin Luisa Neubauer zu tun? Wobei ich mich da jetzt ehrlich frage, wer eigentlich bekannter ist. Im Dezember letzten Jahres hat Klamroth seine Beziehung zu Neubauer öffentlich gemacht. Laut Bildinformationen sollen sie aber bereits seit 2021 ein Paar sein. Wo liegt der Konflikt? Der Konflikt liegt hierbei darin, dass Klamroth als Moderator von Hart aber Fair öffentlich über politische Themen berichtet und sich hierbei auch mit Klimapolitik beschäftigt, während Neubauer als Klimaaktivistin eine aktive Rolle in der Klimapolitik in Deutschland spielt. Das Verschweigen dieser Beziehung kann ein Problem darstellen, da er einen Interessenkonflikt darstellen kann. Die ARD hat klare Compliance-Standards, die Trennung von dienstlichem und privatem vorschreiben und ein Verstoß gegen diese Regeln kann zu Sanktionen führen. Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, wie der Vertrag von Louis Klamroth aussieht, aber es stellt sich folgende Frage. Kann in einem Arbeitsvertrag eine Bestätigung in etwa enthalten sein, dass man keine Beziehungen pflegt, die Interessenkonflikte verursachen? Die Antwort ist ja. In einem Arbeitsvertrag kann eine Bestimmung enthalten sein, die das Pflegen von Beziehungen einschränkt, die zu Interessenkonflikten führen können. Dies ist eine häufige Praxis in Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Recht und Regulierung, in denen die Möglichkeit von Interessenkonflikten besonders hoch ist. So, die genauen Bestimmungen können von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein, aber in der Regel besagen sie, dass der Arbeitnehmer keine Beziehung unterhält, die die Integrität des Unternehmens oder die Fähigkeit des Arbeitnehmers beeinträchtigen können, seine Arbeit objektiv ohne Beeinflussung durch Dritte auszuführen. Was können solche Beziehungen sein? Ein Beispiel für Arten von Beziehungen, die in einer solchen Bestimmung eingeschränkt werden können, sind geschäftliche Beziehungen zu Kunden oder Lieferanten oder Konkurrenten des Unternehmens, finanzielle Beziehungen wie Investitionen oder Darlehen. Hier gab es vor kurzem den Fall Lindner. Und drittens familiäre oder persönliche Beziehungen zu Personen, die in einer wichtigen Position in einem Unternehmen oder einer Branche tätig sind. So, und bei den beiden Liebenden wäre hier der dritte Punkt zutreffend. Fazit: Also, es kann passieren, dass es bald einen weiteren neuen Moderator von Hart aber Fair gibt. Oder aber die beiden trennen sich. Wir würden die Trennung empfehlen. Also ich meine jetzt von Arbeit und Privaten natürlich. Tja, kontroverses Thema, gerade weil die Öffentlich-Rechtlichen sich in den letzten Monaten ja schon ein paar fragwürdige Dinge geleistet haben. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Schreibt sie in die Kommentare. Bis bald, euer Johannes. In den Text. Also ich muss ja hier rein. So. Entschuldigung.